Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die hier in unserem Durchgang zum Turm, zum ersten Turm. Die anderen beiden sind auch mit dabei. Ich hab schon Aua gesagt. Hab mir gerade das Bein gebrochen. Hi. Ja, so ist es, wenn man Türme baut. Da bricht man sich ab und zu das Bein dabei. Tut mir irgendwie gut gerade. Es war jetzt auch ganz wichtig, dass du Beton bis ganz runter gebaut hast, ne? Ja. Soll ja stabil werden. Ach so. Hatten wir das letzte Mal auch, oder? Nee. Nur oben. Schon. Weiß nicht, warum du das so gemacht hast, aber soll mir egal sein. Können gerne einen Betonring setzen, das ist mir egal. Hab ich kein Holz mehr hier. Können von meiner Seite aus auch einfach nur die eine Stelle runter als Beton lassen. Leiter dran ist. I need Holz. Feuer an dem großen dicken Baum vorbeigehauen. Auch eine große Kunst. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten die Wand, wo die Leiter dran ist, komplett aus Beton, aber... Ja, aber nur im Erdreich. Nicht bis runter. Das stimmt. Werden die gerade echt recht gegeben? Ja. Es waren aber nur zwei, drei Felder hier zu viel dann. Dafür, wir machen den Räumchen unten komplett aus Beton. Und noch eine Tür davor. Und eine Tür davor, genau. Genau. Von mir aus. Also halt ein ganz normaler 3x3 Raum mit hier dann Wand. Oh. Ja. Also wir müssen nicht den ganzen Weg nach oben betonieren, aber hier unten dann halt wenigstens die Tür zu. Falls da doch mal Zombies reinkommen sollten irgendwann. Genau. Aber ich finde, es sieht stylisch aus. Der Gang. Ja. Hier in die Mine müssen wir dann nur noch einen gescheiten Gang dann reinmachen, aber ansonsten, oh Gott. Ja. Nochmal zu. Trotz alledessen werde ich mich jetzt mal auch so um Garten und so kümmern, weil das hat ja wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt keiner gemacht. Richtig. Und vielleicht mal Essen herstellen. Ja, der Garten war, glaube ich, fertig, aber ich hatte ja vor ein paar Folgen schon mal zumindest Mais abgeerntet und Kartoffeln davor auch. So, weil ja eigentlich die Kartoffeln ja eigentlich das Wichtigste sind. Also bei Golden Rod brauchen wir gar nicht mehr so viel abbauen, weil da haben wir noch genug, ne? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Also ich weiß, dass oben in der Kiste noch 40 Stück lagen vorhin, die noch gar nicht runter waren. In den quasi Trash-Kisten. So, aber ich gehe erstmal meinen Stein oben in die Fortress füttern.
Ja, auf jeden Fall hätten wir genug Goldenrod. Cotton. Könnte ich ja auch mal so machen. Das wäre dezent einfacher. Weil ich meine, das mit den Pflanzen könnten sie auch mal ein bisschen einfacher machen, so wenn du die rechte Maustaste hältst oder so. Ja. Das ist ganz schön lästig, da klickst du dir voll den Wolf. Ja, findest du nicht? Und schon. Dafür gibt's einen Creative Mode. Dazwischen darf man das auch reinsetzen. Für Cotton muss das gar nicht gehackt sein. Was nochmal? Ja, das ist, glaube ich, gehackt. Das sieht nur nicht so aus. Ach so. Boah, und ich baue das die ganze Zeit voll wenig an. Kann ich ja auch die ganzen Potatoes, die jetzt da gekommen sind, ja nochmal noch erweitern. Ja, aber pass auf, dass es nachher nicht doch verschwindet. Ah, nee, das ist nur der Cotton passt dahin. Also gut zu wissen, dann können wir in die Mitte da komplett Cotton reinmachen. Da kann ich auf die eine Seite, auf die linke Seite können wir dann komplett Mais machen. Auf die rechte Seite machen wir dann Golden Rod und Kartoffeln. Und das müsste ja dann dicke reichen immer. Ja. Für uns drei zumindestens. Also wir haben 75 Golden Rod Flowers. Also wenn das nicht reicht, weiß ich ja auch nicht. Du kannst mal ein paar kochen. Ja, Ruhe bewahren. Jetzt mache ich erstmal. Wir haben schon recht viele. Ich glaube 60 oder 70 Stück haben wir schon. Tee. 30, 60, 90, 120. Also. Das reicht erstmal, würde ich sagen. So, und dann könnten wir schon mal was weiß ich, 50 Kornmehl machen und dann Alkohol herstellen. Alkohol. Beziehungsweise machen wir 60. Alkohol macht den Öl. Wir haben keinen. Wir haben keinen. Sand mehr. Darum haben wir ja noch genug Fleisch. Doch, in der. Also, ich hatte in die mittlere Kiste vorhin welche reingetan. Ah ja. Falsch einsortiert, daher. Nee, weil ich habe da welchen machen wollen, aber ich konnte keinen machen, weil ich nicht an den Mixer dran gekommen bin. Ich komme auch nicht an den Mixer ran. Warum sagst du sowas nicht? Ich kann den Mixer nicht bedienen. Ja, kannst du ihn bedienen? Nee. Ja, dann müssen wir nochmal den Server neu starten. Keine Ahnung warum. Dann ist dem so.
So. Und dann könnte man. Achso, da nicht, dann wollen wir das andere nehmen. Da. Alle hohl herstellen. Mal so ein bisschen. Aber wir haben da noch einiges an Sand. Wer packt denn hier eigentlich den Zement falsch weg? Wenn man richtig sucht, dann findet man es. Schon wieder für Zementprobleme. Wir haben keine Zementprobleme, es hat einer nur einfach nur falsch wegsortiert. Wohin? Die gehören in die obere Hammerkiste. Wo waren sie? In der mittleren. Was habe ich vor 30 Sekunden gesagt? Habe ich dir nicht zugehört? Dann beschwer dich auch nicht. Jetzt würde ich dir immer zuhören. Da würde ich total behämmert werden. Das ist richtig. Wie schon gesagt, dann beschwer dich auch nicht. Ja, aber ich dachte, du wolltest. Das Einzige, was ich gerade im Hinterkopf hatte, war, dass du Sand herstellen wolltest, aber nicht konntest. Nein, ich hatte alle Utensilien und wollte Concrete Mix herstellen. Achso. Hab dann, nachdem es nicht ging, alles, was man dafür braucht, nebeneinander in die Kiste getan. Was ich einstecken hatte. So. Mal noch etwas Stew essen. Schön. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Hatte ich jetzt nicht schon Level 80 erreicht? Nein. Toll. Level 79. Mann! Ich wollte noch mal runter. Aber du kannst mal außen rumlaufen. Dann fällt dir vielleicht, wenn du die Ecke anschaust, auf, wo dein Fehler lag. Nein, ich möchte das nicht. Ich hab's nämlich schon etwas offensichtlich gemacht. Ja? Ich mach das in der Aufnahmepause weg. Wenn es Schilder geben würde, wo man was draufschreiben könnte, hätte ich dir so auch ein Schild hingestellt. Das glaube ich dir sogar. Das glaube ich dir sogar. Muss ich erstmal nach oben gehen, gucken. Fürs Protokoll, seine ursprüngliche Mitte vom Turm war hier. Total doof, dass du da nicht dran kommst. Vielleicht daneben ist auch vorbei. Aber das ist nicht das Problem. Guck dir mal das hier oben an. Sagt er mir jetzt von der Ecke, ich habe ja die Spikes weggekloppt, Moment. Weil die sind ja alle gleich, ne? Ja. Er ist von dieser Ecke aus hier 10 Felder weggegangen. Finde den Fehler. Schau mal nach rechts und schau mal nach links. Sind die Spikes wirklich gleich? Nö. Beziehungsweise, Entschuldigung, er ist gar nicht. Er ist von dieser Ecke aus hier 10 Felder weggegangen. Nee, er ist von der... Von der Ecke der Spikes bin ich weggegangen. Ja. Hier war nämlich die Ecke vorher. Ja. So. Ja, ich mach dir nochmal einen schönen Turm, den du nicht übersehen kannst. Dafür breche ich mir auch gerne das Bein oder sterbe. So. Geh ich jetzt nochmal runter, mein eines Level da machen. Boah, ich vergesse hier. Hacken wir mal. Schönheit für den Turm.
Also für den Turmgang eher gesagt. Ne, die eine Seite ist ja fertig. Ja, aber die linke nicht. Das ist richtig. Also von mir aus links zumindest gerade, sagen wir es mal so. Ja, ja. So etwa Ressourcen gefunden. Ja. Ich weiß, Tobi, klopse aus der Wand raus. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, wenn es eine Riesenader ist. Kannst auch einfach in den Wand eine Tür reinbauen. Ja. Kann er ja machen. Gott gab ihm freien Willen. Wenn er das möchte. So, da hätten wir Level 80 erreicht. Jetzt haut er schon wieder ab. Jetzt sehen wir ihn nicht mehr wieder. Ja. Ich weiß zwar nicht, wofür das dann geskillt hat, wenn wir ihn jetzt nicht mehr wiedersehen, aber ist okay. Hab ich doch überhaupt nicht gesagt. Was ist denn los mit euch? Was ist verkehrt mit euch, Mann? Wir hacken nur so gerne auf dir rum. Ja, weil Steine langweilig werden. Was? Braucht manchmal auch ein bisschen Abwechslung. Ich komme dem Beton etwas schon etwas näher. Also ich glaube, bis sie da durchkommen, da können die, glaube ich, tagelang prügeln. Ist auch schön, jetzt habe ich es zugegessen, jetzt überhitze ich deswegen. Wie kann man denn hier überhitzen? Ich hab's du gegessen. Nicht aufgrund meiner Klamotten. Ich hab gearbeitet. Normalerweise, wenn ich nicht arbeite, überhitze ich auch nicht. Oh, verdammt. Zu tief. Das habe ich mir vorhin auch gedacht, als ich bei minus 12 war. Das war zu tief. Brauche ich definitiv erstmal eine neue Steel Pickaxe. Also ich kann 300 irgendwas bauen. 305 oder 4, keine Ahnung. Ja, ich muss halt sagen, reparieren lohnt sich halt absolut noch nicht, ne? Wieso? Na, ich habe sie von 270, meine alte, auf 250 runter repariert und dann habe ich mir eine neue gemacht. Weiß nicht, macht für mich keinen Sinn, weil ansonsten levelst du es ja gar nicht mit. Das Bauen meinst du? Hm? Aber ja. Das Reparieren levelst du dann doch auch nicht, oder? Weiß nicht, ob du das... Weiß nicht, ob du durchs Reparieren großartig levelst, ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir jetzt so nicht beantworten. So, fertig der Gang. Passt. Das stimmt allerdings. Bin angenehm überrascht. Ja, eigentlich recht fix. Na gut, ich sag mal, wenn du ja beim Level relativ bei bist, geht's ja eigentlich auch. Ja, zwei Schläge pro Stück. Ja.
So, dann kann ich die scrappen und dann kann ich mir eine neue machen. Echt jetzt? Wir haben kein Holz mehr? Wundert mich nicht. Guck doch mal an die Wände hier. Ja, trotzdem, aber... Im Übrigen hau ich die ganzen Steine in die obere rechte Explosive-Kiste, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. Ja. So, und dann kann ich die hier scrappen. Dann werde ich wohl da mal ein bisschen Holz sammeln gehen und meine Allee abholzen gehen. Aber das werde ich erst in der nächsten Folge machen, weil wir sind schon wieder am Ende einer Folge, Leute. Das ist, die Zeit rennt, das ist unglaublich. Ja, wenn euch das gefällt, was ihr so seht, lasst mir einen Daumen oben da. Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich drüber. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.